Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bobs Mods. Und unsere nächste Forschung ist auch ausgelaufen. Da reihen wir doch gleich ein paar mehr Dinger ein. Unter anderem die Raketensteuereinheiten. Und dann machen wir einfach hier weiter in der Reihe. Zwischen der letzten Folge und dieser habe ich die pinken Module hier noch platziert, aber die produzieren nichts, denn die brauchen nicht zwei von den Grundbausteinen, sondern drei. Das heißt, bei all diesen Setups müssen wir noch eine zusätzliche Linie mit reinlegen. Und das sind immer die gelben, die hier fehlen. Und das werden wir etwas später machen. Etwas, was ich auch am Vorbereiten bin, ist die nächste Rüstung. Und mit der nächsten Rüstung wäre es auch toll, da einen besseren Fusionsreaktor zu machen. Dafür brauchen wir dann aber die vier Module von denen hier, die wir nur bis zur Stufe 3 gemacht haben. Da müssen wir schauen, können wir da etwas anhängen. Aber heute, wie der Titel dieser Folge sagt, wollen wir schauen, dass wir mehr bekommen. Mehr von dem, was wir brauchen, beziehungsweise mehr von allem. Und wenn wir hier schauen, gewisse Bänder sind leer oder fast leer. Und wenn wir uns da mal überlegen, wieso das so ist, dann sehen wir, wir brauchen mehr Transistoren. Und die Transistorenproduktion, schauen wir uns das hier auf der Karte an, die ist hier drüben irgendwo. Die läuft eigentlich ziemlich gut, beziehungsweise die könnte sogar noch mehr produzieren. Das heißt, es ist wahrscheinlich einfach ein Problem vom Durchsatz. Wenn wir hier die Bänder anschauen, dann sehen wir, hier Eisen könnte mehr drauf sein und vor allem hier vom Harz, da könnten wir auch mehr davon brauchen. Drum denke ich, wir werden da einfach mal die Bänder updaten. Und das ist wieder mal der Alarm, der mir sagt, unser Sodiumhydroxid ist vollgelaufen und wir müssen das mal rasch entleeren, damit da nicht Schlimmes passiert, beziehungsweise nicht wirklich schlimm, aber wenn wir da kein Sodiumhydroxid mehr produzieren wir kein Chlorwasserstoff. Wenn wir kein Chlorwasserstoff produzieren, werden wir auch kein Kunststoff produzieren. Und das wiederum hat Folgen. Also, ich kümmere mich erstmal um den Alarm und dann schauen wir uns an, was wir mit den Förderbändern machen. Ich habe mir hier einen Upgrade-Plan für die Förderbänder zurechtgelegt und nebenbei auch gleich noch die Roboports und die Umspannwerke. Aber wir sollten vielleicht auch das bedenken, dass wenn wir all die Bänder, die wir hier auf dem Bus haben, die grauen, durch gelbe ersetzen, was passiert mit den übrigen grauen Bändern? Und ich denke, deshalb
sollten wir hier dafür sorgen, dass wir die grauen Bänder hier in Pufferkisten zwischenlagern, so dass diese dann für die Produktion der gelben Dinger mitverwendet werden können. Und dafür machen wir hier erstmal lange Untergrundbänder hin. Verlängern die um 1. Und ich habe auch die Greifarme ersetzt hier in meinem Inventar. Wir haben jetzt die blauen. Und dann machen wir hier eine Kiste hin für die hier. Und hin machen wir auch so. Das sind dann die normalen. Das sind die Untergrund. Das sind die Filter. Von den Filtern werden wir nicht, von den Ladern werden wir nicht viel haben. Okay, hier funktioniert das gut. Sehr schön. Was ich dann hier noch ergänzen muss, die Belader, die habe ich übersehen im Plan. Und vielleicht machen wir das mit ein bisschen Logistik, wenn wir da was drin haben. Oder wenn wir da nichts drin haben, dann nehmen hier raus. So können wir sicherstellen, dass wir... So können wir sicherstellen, dass wir das verwenden, was wir in der Kiste drin haben. So, das heißt dann hier haben wir die hier und das muss gleich sein. Hier können wir das entfernen. Hier Untergrund. Und gleich. Und hier die Förderbänder. Und gleich. Sehr gut. Und dann starten wir doch einfach mal einen Testlauf, dem wir sagen, all das hier. Und genau, das wird hier schön eingelagert und dann sind die hier disabled, sofern hier was drin ist.
Und damit sollte ich wahrscheinlich dann auch das hier anpassen auf 300 bis 400. Und hier die Grauen alle auf 0 setzen. Das heißt, jetzt gehen wir dazu über, die Gelben zu verwenden. Das sieht gut aus. Okay, das scheint zu funktionieren. Das heißt, wir können den Upgrade-Plan hier rüberziehen, darüber ziehen, über unsere Bahnhöfe. Darüber. Und das wird die Robis ein Weilchen beschäftigen. Und in der Zwischenzeit kann ich dann mal schauen, was wir modulmäßig und sonst so noch machen können. Für die 4 Module habe ich hier auch ein Setup hinbekommen, und wenn ihr das Gefühl habt, das hier ist etwas komisch, dann schaut euch mal das hier an auf dieser Seite, was ich hier machen musste, um überhaupt was zu bekommen. Und genau, hier fehlen uns noch Untergrundbänder für die Transistoren. Denn hier hatten wir schlicht zu wenig Platz, als dass wir hier die integrierten Schaltkreise nach rüber ziehen könnten. Darum hier das etwas komische Setup. Und das gleiche müsste eigentlich auch für die Gelben und für die Roten dann möglich sein. Was ich als nächstes mache, und dann müssen wir schauen, wie bekommen wir da die fehlenden Bänder für die pinken Module noch hin. Auch für die pinken Module zeichnet sich eine Lösung ab, auch wenn es ein bisschen komisch ist. Wir haben hier das Förderband, das uns die Gelben ran liefert, und die brauchen wir nur für die ersten 2. Darum können wir das Förderband hier direkt rumknicken. Und dann haben wir das hier als Linie unter den 2er Modulen durch, mit einer Abzweigung hier nach unten. Und dank den flexiblen Knickarmen können wir die so einstellen, dass die auch übers Eck knicken oder einfach sehr lange. Und da sehen wir, dass die bereits produzieren. Sofern wir hier natürlich... der muss auf dieser Seite sein. Das ist ein solcher. Und der... auch so sein, und dann laufen alle ab. Genau. Und dann hier,
da brauchen wir die. Brauchen wir hier nochmals. Hier. Die brauchen wir dann dreimal. Ich denke, hier könnten wir die da dazwischen reinquetschen. Und da oben haben wir auch noch etwas Raum. Aber wie ihr seht, es werden sich Lösungen finden, wie wir das zusätzliche Band reinbekommen. Alle Förderbänder sind nun auf gelb abgegradet. Und wir haben hier etwas mehr Durchsatz. Aber ich glaube, es könnte immer noch mehr sein, denn hier hinten kommt kaum was durch von den Transistoren. Das heißt, wir werden nächstes Mal weiterschauen, wie bekommen wir da noch mehr aus unserem Setup raus. Wo müssen wir schrauben, dass wir da mehr bekommen von dem, was wir benötigen. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss!